So, jetzt machen wir die letzte Aufgabe, nämlich zerstöre Tanzverbotsschilder. Dafür natürlich. Ne, hier werde ich es, glaube ich, echt versuchen, solo. Solo, solo, solo. Weil da liegen drei Stück eigentlich relativ auf einem Weg. Und das sind die halt im Schneegebiet. Ich hoffe halt, wir finden noch direkt alle. Aber es müsste eigentlich schlagen. So. So, ihr wisst ja, Like-Zeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. So wird nämlich die nächste Zahl für den Passive-Code freigegeben. Und somit wird es noch einfacher für euch, den Code zu knacken. Wenn du wissen willst, wie das alles genau abläuft, guck einfach in die Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video verlinkt von mir, wo ich mich einmal vorstelle und das mit dem Gewinnspiel genau erkläre. Und erstmal danke für die anderen 109, die bis jetzt schon auf Abo gedrückt haben. Und natürlich auch die zahlreichen Kommentare inzwischen. Und natürlich auch die ganzen Likes, die reinkommen. Bis jetzt habe ich ja leider ein Video verkackt, was den Ton betrifft. Aber das ist natürlich genau dann das Erfolgreichste. Mit jetzt 650 Klicks. Womit ich halt nie gerechnet hätte. So, aber jetzt mal zur Aufgabe. Wartet mal, ganz kurz. Ich habe mir nämlich selber eine Karte. So. Zack, zack. Wir müssen. Gern Spiel. Zack. Nicht, dass ich hier was Falsches mache. Da müssen wir anfangen. Ich hoffe halt, dass ich die alle finde. Das eine ist halt hier. Das andere ist da. Und das andere ist in Polar Peak. Stimmt, in Polar Peak habe ich das nämlich gesehen. Aber wir gehen erstmal ganz außen hin. Weil die Zone, denke ich mal, halt in die andere Richtung geht. Und ich hoffe halt jetzt, dass gerade keiner die ganzen Stoppschilder macht. Weil ansonsten müssen wir es halt ganz schnell in. Wenn es ganz schlecht läuft, in drei Runden machen. Aber dann lasse ich mich auch extra killen, also macht euch mal da keine Gedanken. Aber wie gesagt, ich will die Aufgaben ja immer mit euch schaffen. Oh, im Hangar gibt es keine Dächer mehr. Das ist nicht Frage. Na komm. Ist das ganz an der Spitze? Oh, scheint so. Ich gehe trotzdem erstmal hier runter, um mir eventuell noch irgendein Loot zu holen, falls doch einer hier unten rumturnt. Obwohl, ne, ist egal. Da ist schon mal. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir Schild treffen. Yep, das ist Schild Nummer 1. Und das ist halt das, was ich meinte. Erstmal Hauptsache das Schild geholt, Rest scheißegal. So, das nächste ist. Jetzt muss ich selber gucken. Da oben. Jetzt muss ich schon gerade gucken, wie ich selber da hochkomme. Nein, kein Abonnent. Weil meistens, wenn der nie klingelt, ist ein Abonnent, weil den Rest habe ich inzwischen ausgemacht. So. Aber ich glaube, der wollte zum Schild. Hat gesehen. Ich hole mir erstmal eine Waffe, so wie ich eigentlich doch den Plan hatte. Aber ich schätze mal, jetzt ist er hier oben. Ja, war mir klar. Mach den Kill. Hat er sich das andere Schild geholt. Aber jetzt interessiert mich gerade selber, hat er das andere Schild dann noch? Na, er macht auch nur die Aufgabe. So, dann gehen wir direkt zum nächsten Schild. Da, schnell, 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 keine Zeit. Aber wie gesagt, das Thumbnail, da, guckt euch einfach das Thumbnail ein und dann seht ihr auch genau, wo die sind. Da, ihr wisst ja, Ladebildschirm. Wer jetzt noch nicht geliked hat, jetzt. So, da mal eins von drei. Ich meine, klar, ich könnte das auch in, ich sag schon,
Gruppenkeile machen, aber ich glaube, da gehen zu viele zu den Stoppschildern hin und die sind ja nur einmal da. Das ist halt das Problem in der Geschichte. Immer dieser Ladebildschirm. Laden, laden, laden. Aber ich glaube, der PlayStation ist der Ladebildschirm echt am längsten da. Gott, er ist so furchtbar da. Ich bin echt froh, dass ich doch auf dem PC bin, auch wenn es hier leckt, aber ich finde die Lösung noch. Spätestens am Wochenende. Und irgendwas muss es ja liegen. Oh, so baut man keine Rampe. Zack, zack, zack. So, dann gehen wir diesmal direkt dahin. Oder haben wir noch zwei andere? Nee, ich nehme jetzt echt hier die im Schnee. Weil vielleicht habt ihr mehr Glück oder macht die Aufgabe erst später, dann wird da eigentlich keiner mehr hingehen. Das ist halt jetzt die ersten ein, zwei Tage, ja, meistens bis Sonntag, ich sehe es ja in den Klickzahlen. Werden die Aufgaben gesucht wie bescheuert und dann lässt das Ganze halt ein bisschen nach. Aber es gibt immer noch welche, die von Woche 1 die Aufgaben suchen. Da bin ich immer selber ein bisschen irritiert. So, gucken wir, dass ich vorbeifliege. Ich hoffe, wir fliegen alleine. Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe hier keins. Was soll doch hier drauf sein? Ab. Oh Gott. Es hat keiner was gesagt, keiner was gesehen. Das war ja wohl der Mega-Fail. Und dann hier zwischen den Toren. Ich vermute fast mal, dass da irgendeiner gelandet ist. Aber das war ja gerade, oh Gott. Steh vor dem Schild und frag, wo es ist. Also, falls das Stoppschild nicht da ist, versuch. Das ist ja jetzt wohl ein Scherz, oder? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal die findet? Das Beste hatte ich heute in einer anderen Mission, wo ich dreimal die scheiß schallgedämpfte Pistole hatte. Ja, da habe ich echt gedacht, Fortnite will mich trollen. So. Ja, ich gehe direkt darüber. Ich hoffe halt, dass da keiner gelandet ist, aber das war so nah an der Flugroute. Ich war auch erst im Überlegen, da hinzufliegen. Eine Kiste. Bauautismus. Gucken, ob ich überhaupt hochkomme. So, ich meine, das müsste genau in der Mitte sein. Ja, da ist es doch schon. Wir sehen uns schon. So, wunderbar. Da ist die Aufgabe nämlich auch geschafft. So, da ihr jetzt alle drei Ziele schon gesehen habt, haue ich jetzt einfach schon mal den nächsten Code, also die nächste Zahl raus vom Code, und zwar ist das die Nummer 4. Also die letzten drei Zahlen sind 2, 7, 4. Hallo. So, ich spiele die Runde noch auf ganz entspannt zu Ende. Dann
weiß ich zurzeit auch nicht, welche besser sein soll. Wenn eine Richtung vom Gegner drauf ist, zerstört die Dreiersalbenwaffe. Und wenn nicht, So, haben wir noch einen Roboter? Das wäre nämlich perfekt, dann könnte ich nämlich danach direkt die Prestige-Aufgabe machen. Aber keine Roboter zur Zeit da. Oh. Auf Distanz top, aber der Rest ist Schrott. So. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, wann macht ihr immer die Aufgaben? Macht ihr direkt donnerstags alle oder quasi lasst ihr euch Zeit, so wie sie kommen? Oder wie gesagt, gefühlt von der Nachfrage her würde ich sagen, die meisten machen sie samstags. Kiste mehr? Ah, doch, ich höre sie. Nein, hier aber nicht. Dann ist die oben noch da. Ah, der Revolver ist eigentlich auch nice. Ah, 10 Leben. 10 Leben sind 10 Leben. So, auf Krampf noch schnell die Kiste und dann müssen wir uns schon wirklich booten, was die Zone betrifft. Alter, wie früher, immer da hingeblieben. Wenn die Zone nicht käme, würde ich es probieren. Obwohl, da oben sind eigentlich die Boards. Entweder hol ich den Kill oder hol ich nicht. Auch egal. Dun, 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 dun. Ja, der andere zieht jetzt bestimmt auch durch. Um sein Leben. Ich hab Verbände. Stoff. Ich hab Verbände. Die ich auch direkt einsetzen werde. Auf Krampf. Einer irgendwie Blue Life? Ja. Ich muss jetzt nur aufpassen mit den Zweier-Ticks. Ne, ich bleib bei der Links. So, aufpassen, dass ich hier nicht in die Zone komme, dann war es das nämlich mit runterbauen. Ah, ich hasse das hier. Ah, das meinte ich. Ah, ein 50 noch. Alter, ich muss in die Zone, und zwar schnell. Gehe ich hier um den Berg? Ja. Ja, noch sind die Einser-Ticks. Aber doch eng.
Das muss ich auch noch zu Ende spielen. Aber wie gesagt, Code 4. Mal gucken, ob alles voll ist. Vor allem dann noch mit der Grauen. Da haben wir nichts mit gemacht. Und alles klar. Und man kann ja fast sagen, es waren schon Bauskills. Zone ist ja mal übelst kacke. Ach, da wird gebaut, da wird gebaut. Nein, nicht getroffen. Oh Gott, und irgendeiner baut den. Ach, jetzt landet da safe einer vor mir. Mann. Safe hätte ich jetzt sterben. Ein Hit hätte doch eben sitzen können, echt. Schlechte Arme, ich merke, dass ich meine Hand auf dem Tisch liegen habe. Weil man könnte ja mehr sehen. Ist das Haus drin? Ja. Ich gehe mal von hinten hoch. Ich glaube, hier können wir noch einen Kill abstauben. Den Kill haben wir aber abgestaubt. Ich glaube, er kommt. Nicht legen. Ich wollte nur gerade gucken, wo er ist. Ich habe nämlich die Wände gesehen. Oh Mann, ey. Ich sollte echt kein Fortnite mehr spielen. Aber das passiert halt bei mir. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann jetzt auf damit. Und haut rein. Bis zur nächsten Aufgabe.